Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Filmfreunde, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein neues Mediabook aus dem Hause Cape Light Pictures mitgebracht, das am 22. April 2022 von der Alive AG, also im Vertrieb der Alive AG, auf den Markt gebracht wurde oder wird. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video hochlade, deswegen sage ich so. Und zwar handelt es sich dabei um den neuseeländischen Horror-Thriller Coming Home in the Dark von Regisseur James Ashcroft. Ich habe von diesem Film bislang noch nichts, aber auch gar nichts gehört oder gesehen oder sonst was. Aber ja, ich muss sagen, dass was ich mittlerweile darüber weiß, also ich habe mich natürlich, bevor ich mich hier hingesetzt habe, ein klitzekleines bisschen damit auseinandergesetzt, das macht mich unheimlich neugierig. Leider, leider ist es mir nicht vergönnt, diesen Film ad hoc zu sehen, denn das Review zu diesem Film schreibt mein Kollege Tom Sielemann. Deswegen geht dieses Mediabook auch gleich, nachdem ich es ausgepackt habe, auf den Weg nach Berlin, damit der Tom sich diesen Film zu Gemüte führen kann und uns auf blu-raydisc.de mitteilt, wie der Film geworden ist. Also qualitativ auch, ja, also auch Bild und Ton und alles und überhaupt, ob der Film was taugt oder nicht. Das sagt euch dann der Tom. Wir schauen uns heute das Mediabook an und das habe ich jetzt ausgepackt. Wir haben hier vorne einmal das FSK-Siegel auf der Einschweißfolie freigegeben. Ist der Film ab 16 Jahren und die Einschweißfolie liegt bereits im Müll. So, dann haben wir hier ein mattes, leicht glänzendes, sehr hochwertig wirkendes Mediabook mit einem, wie ich finde, sehr düsteren und geheimnisvollen Artwork vorne drauf. Also das macht echt neugierig auf den Film. Schaut so ein bisschen nach Endzeit aus. Aber wie gesagt, ich weiß von diesem Film überhaupt gar nichts. Aber das Mediabook macht schon was her. So, auf der Rückseite haben wir diese Vorlagekarte mit den Produktspezifikationen und Informationen und so. Die ist hier nur draufgelegt. Und wir haben hier oben einmal eine Inhaltsangabe. Düster, unbarmherzig und eiskalt, ein schonungsloser Thriller aus Neuseeland. Ja, die Neuseeländer, die haben es drauf. Also gerade wenn es um Horror und Comedy geht, da haben die wirklich, da können die Neuseeländer, also den Engländern locker das Wasser reichen. Bei Thrillern weiß ich nicht, aber ich denke, ja, kann man machen. So, dann haben wir hier unten noch ein paar Bilder aus dem Film. Hier haben wir aufgeführt, was wir am Bonusmaterial zu erwarten haben, also Making-of, Kinotrailer und das Booklet. Das gucken wir uns gleich an. Dann haben wir hier unten einmal die Credits, dann die Produktspezifikationen. Wir sehen, es handelt sich um ein Kombipaket aus Blu-ray und DVD. Dann hier unten die Urheberrechtshinweise und auf der Rückseite einen Hinweis auf The Sadness. Ja, habe ich euch vorgestellt oder stelle ich euch noch vor? Ich weiß es nicht. Ausgepackt habe ich ihn schon. Jetzt muss ich nur noch das Video machen, also ein Kritikvideo und das schneide ich dann zusammen. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, bevor ich euch das hier zeige, aber ist ja auch wurscht, ihr seht's ja. So, dann haben wir hier noch das Cape Light Regal. Ich sag das immer wieder, ja, überall wo das X dran ist, da war der zu spät. Also, wenn ihr so ein Mediabook haben wollt, dann greift zu, solange es noch da ist. So, die sind zwar nicht nummeriert, aber irgendwann gibt es die nicht mehr. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie viele da produziert werden jeweils. Aber es ist wohl nur eine limitierte Stückzahl. So, hinten nochmal, das scheint mir ein Filmbild zu sein, aber ja, lässt auch schon einige Erwartungen aufkeimen. Auf dem Spine ganz schlicht und ergreifend der Filmtitel in einer sehr nüchternen Schrift, macht auch relativ neugierig, sage ich mal, und macht auch was her, wirkt ein bisschen edel, gefällt mir gut. Oben der Hinweis Blu-ray-Disc, unten der Hinweis DVD, Bestellnummer, tralala. Alles, was dazugehört. So, und jetzt schauen wir uns das von innen an. Vorne haben wir die. Ich will es ja nicht kaputt machen, ja. Vorne haben wir die Blu-ray drin liegen, die sich wieder mit dem Hintergrund deckt. Das heißt, wir haben hier ein durchgängiges Artwork, einen farbigen Innendruck und die Disc, die, ja, die schaut genauso aus wie der Innendruck. Das heißt, ja, wir legen die hier rein und dann sehen wir immer noch das Bild. Finde ich persönlich ja sehr cool. Und hinten das gleiche.
Dann allerdings mit der DVD, die schaut dann so aus. Und auch hier ein, ja, farbig würde ich das jetzt nicht nennen, aber ein durchgängiger Innendruck. Und da kann man dann die Scheibe reinlegen und es schaut dann immer noch so aus. Ja, dann nehmen wir jetzt mal das Booklet in Augenschein und wir sehen leider hier schon, ja, es ist schon so ein bisschen ausgerissen. Das habe ich jetzt bei Cabeline leider schon sehr häufig gehabt. Ich weiß nicht, ob das, ja, aber da, vielleicht sollte man da mal irgendwie die Produktsicherung oder sowas, Qualitätssicherung nochmal drüber gucken lassen. So, ich weiß jetzt nicht, ist das ein Bild aus dem Film oder von den Dreharbeiten? Ich gehe mal davon aus, es ist ein Bild aus dem Film. Und in dem Fall würde ich dann kritisieren, ey, ich brauche doch kein zweiseitiges Filmbild. Aber vielleicht ist es ja auch von den Drehen, ich weiß es halt nicht. Ja, deswegen irrelevant. So, hier nochmal, das scheint jetzt aber wirklich aus dem Film zu sein. Und dann haben wir hier den Text. Sehr schön zu lesen. Ich finde auch das Papier von Capelight immer sehr angenehm. Ja, es ist nicht so, es ist schön matt und es ist schön griffig. Es ist trotzdem schön fest. Also das hier ist von allen Mediabooks eigentlich mein Lieblingspapier, muss ich sagen. Aber da gehen die Geschmäcker auseinander. Andere mögen halt, wenn es glänzt und blendet. Aber was heißt blendet? Endet ja, wenn es halt ein bisschen, ja, das ist Hochglanz. Ich bin eher so der matte Typ. So, dann haben wir hier noch mal zwei Seiten Text und dann haben wir auch hier zwei Seiten Bild. Ja, da sind wir auch im Mittelteil angelangt. Hier sehen wir die drei Tackerklammern, die das Booklet an Ort und Stelle halten. Schön in der Mitte. Gleich gucken wir noch mal, ob da Bewegung drin ist. Ja, dann hier weiter geht's mit Bildern und Text. Ja, es gefällt mir gut. Ja, nochmal eine doppelseitige. Hier, das ist übrigens auch, ich sehe das gerade. Ja, das hatten wir schon. Ja, das oder hinten drauf auch, ne? Hier, das ist doch das Bild hier. Naja, naja. Gut, da kann man jetzt von halten, was man will. Ich sage das jetzt einfach mal wertungsfrei. Ja, ich sag einfach mal ganz wertungsfrei. Hey, das ist das gleiche Bild wie hinten. Und hier sehen wir auch, ja, das ist nicht ganz sauber gearbeitet, weil hier kommt nämlich schon das, ja, die hier vorne war hell. Also wenn wir das jetzt hier umklappen würden, ich mache es jetzt nicht, ich will es ja nicht kaputt machen, dann sehen wir hier, also das ist schon mal nicht so 100% gearbeitet. Das, naja, gut. Naja, gut. Hören wir mal auf, hier rumzukrakeelen. So, hier kann ich aber, hier, das, da, das ist, das habe ich schon oft erwähnt bei den Mediabooks von Capelight. Hier ist jetzt scheinbar Booklet-Text in Kooperation mit dem Deadline-Filmmagazin-Interview mit Leonhard Elias Lemke. Ach, da ist er wieder. Ja. Für Abonnenten des Deadline-Magazins ist das natürlich jetzt irgendwie überflüssig, ja. Man hat dann hier den Text, der schon im Magazin 1:1 veröffentlicht wurde, nochmal reingemacht. Ja, gut. Sinn und Unsinn erschließt sich mir jetzt an dieser Stelle nicht, beziehungsweise ich werde das jetzt einfach auch mal ganz wertungsfrei sagen. Wir haben hier also einen Text aus dem Deadline-Magazin und keinen eigenen Booklet-Text. Ja, stößt mir immer so ein bisschen bitter auf, aber naja, abgesehen davon, schönes Teil. Macht was her. Wenn der Film noch taugt, super. In diesem Sinn, das war's auch schon wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und lasst mir gerne einen Daumen, Abo und alles weitere da. Ihr wisst ja Bescheid. Schreibt mir die Kommentare voll und wenn ihr nur sagt, hey, tolles Unboxing, Dankeschön oder hör doch mal mit dem Gequatsche auf, ich will nur sehen, was da drin ist. Oder schreibt mir auch gerne, was ihr davon haltet, wenn hier der Text einfach 1:1 rauskopiert wurde. Wobei natürlich ja in Kooperation. Das heißt also, das wurde ja zusammen. Also es ist nicht einfach kopiert, sondern es wurde schon, es ist, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall schön, dass er da war und noch schöner, wenn er beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt geil, seid schlau, schaut blau, euer Michael Speyer.